Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Portal Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 mit mir, dem Agrofen LP. Und wie im letzten Part schon angekündigt, werden wir heute den Puma hier abholen, weil wir brauchen ja noch einen fleißigen Traktor an unserer Ultima-Ballenpresse. Und da ist daher wie geschaffen. Und sobald wir den hier nach Hause geschafft haben, werden wir auch sofort Ballenpressen, nur nicht gleich, aber Gras mähen. Da habe ich ja schon den großen Magnum vorgespannt. Da reicht er erstmal. Dann werden wir wenden gehen. Und ja, dann pressen. Ja, schwaden und dann pressen. Ja, wir haben mit dem hier fleißig Minzen gesammelt, aber ja, ich brauche den jetzt erstmal nicht mehr. Vor allem nicht an der C-Kombination, weil wir erstmal Gras machen, habe ich mich ja entschieden. Deswegen möchte ich jetzt erstmal das ganze Gerät hier abstellen, weil wir ja erstmal unsere Wiese bewirtschaften wollen. Da sind wir auch schon fast auf dem Hof. Eigentlich war ja geplant, dass wir gleich nach dem Münzensammeln hier anfangen, wieder Gras zu sehen. Aber ja, jetzt machen wir es dann doch noch anders als geplant. So. Da sind wir auch schon. Hier auf dem Hof. Hier steht unsere große Kinzelsämaschine. Und hier unser Teleskoplader, unser großer. Ja, verhältnismäßig groß. So, jetzt können wir eigentlich rundum löschen, alles machen. So. Was ich noch gerne machen würde. Was ich aber jetzt nicht so wichtig ist, ist ein Gewicht heranmachen, weil ich glaube, dass die Ballenpresse, die Krone Ultima, ein bisschen zu schwer ist für den, aber mal sehen. Ich denke, das reicht auch so. Jetzt wollen wir das ganze Teil noch abstellen. Und dann fahren wir hier raus aus der Holzhalle. Was wir noch tun können, ist ja die Frontkraftheber einklappen. Die werden jetzt erstmal nicht mehr gebraucht. Und nicht an die Tür fahren, aber Mist. Das sind dann doch die Bremsen ein bisschen zu lapsch. Zu weich. Aber so machen wir die Ballenpresse und dann können wir auch schon loslegen mit Gras hauen. Gras mähen. Hinten steht sie schon. Ja, ich freue mich schon persönlich, ein bisschen Gras zu mähen. Für und mit euch. Ja, und dann freue ich mich aber schon ganz besonders aufs Gras pressen hier. Aufs Ballenpressen. Das wird ein heikler Spaß. Aber wir legen erstmal los mit Gras mähen. Jetzt müssen wir nur. Nee. Kraftheber sind ausgeklappt. Und dann werden wir hier loslegen. Unsere große Mähkombination. Das große Gras, das Wiese zu hauen. Das wird jetzt erstmal eine ganze Zeit in Anspruch nehmen, weil das ist nicht wenig Gras hier. Was wir hier haben. Erstmal muss ich mich auch ein bisschen an die Wiese hier orientieren, wie die hier so verläuft. Wo man hier groß mähen kann. Aber hier kommt er auch schon wieder aufs Feld. Also ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Aber ich denke, das reicht erstmal für den Anfang. Jetzt müssen wir hier. Ich möchte relativ nah an die Bäume heranfahren, sodass wir auch relativ viel Gras mit uns oder für uns mähen können. Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das kann nämlich auch gefährlich sein, wegen Wender oder Schwader, weil man da ganz leicht an den Bäumen hängen bleibt. Ja, die Wiese ist
ist gar nicht so groß. Ich denke, hier haben wir in zwei Parts gemäht. Und dann in eineinhalb Parts gewendet. Gespaltet haben wir sie vielleicht sogar nur in einem Part. Und Ballenpressen, das geht auch relativ schnell. Was halt am längsten braucht, ist Crossmähen. Das Wenden kommt dann halt danach. Und dann das Schwaden mit der größten Presse. Mit dem größten Schwader, Entschuldigung. Und dann kann man halt noch mit der größten Ballpresse mähen. Ich bin heute ein bisschen wirrer, vielleicht hört das. Aber ja, ich meine jetzt mit dem größten Spalter Schwaden, mit der größten Ballenpresse unsere Ballenpressen. Und ja, dann sollte das alles in 5 bis 6 Parts gegessen sein, denke ich mal. So, jetzt machen wir hier mal eine Kurve. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal am Rand des Feldes lang, so dass wir erstmal einen großen Umfang haben, wie wir das Feld zu mähen haben. Und dann können wir auch schon loslegen, das Ganze hier auszufüllen. Also auszumähen, so dass wir dann Gras oder genug Gras haben zum Ballenpressen. Das wird also. Der Schnitt hier wird jetzt Silage oder Silo. Also das heißt, da wird gewickelt. Und der zweite Schnitt wird Heu. So, dann nehmen wir hier mal eine ganz enge Kurve. Das wäre nicht unbedingt eine Kurve fahren, sondern eher eine Ecke. Hier mit drin haben. Dann sind wir auch schon wieder fast vorne. Dann haben wir einmal das Feld umrundet. Es kann auch sein, dass ich hier offline weiter mähen werde, weil das einfach nur hoch und runter ist. Hoch und runter gemäht wird. Das heißt, hier geht erstmal nichts mehr los, so richtig. Das heißt, ich werde jetzt hier nur noch. Hier noch außen rum nähen. So. Einmal wieder senken und dann dürfen wir nur nicht hier hängen bleiben. Das wäre ein Fehler. Aber das sieht schon ganz schnieker aus, muss ich sagen. Mit den Bäumen, die hier abgesägt wurden. Möchte ich nochmal fix schauen, was auf dem Bildschirm steht. Vorsicht, freifliegende Bienen. Wenn Bienen kommen, flach auf den Boden legen und auf Hilfe warten. Wenn keine Hilfe kommt, viel Glück. Ah, das Bienen ist. Ist ja cool. Ist ja cool. Ich hock mich jetzt mal hin. Oh, ich warte jetzt auf Hilfe. Nein. Nee, wir müssen weiter mal hin. Sonst waren wir halt noch nicht mal fertig. So. Aber das ist ein cooles Gimmick hier. Da könnte man vielleicht auch noch solche Bienenstöcke aufstellen, die es hier gibt. Vielleicht werden wir das auch noch mal in Anbetracht nehmen oder mal beherzigen. Dass wir hier vielleicht mal Bienen mit reinnehmen. Da gibt es ja, wenn wir jetzt mal in den Shop schauen, also im LS11 und im LS13 gab es das definitiv. Ob es das hier noch gibt, denke ich eigentlich schon. Jetzt können wir mal gucken, platzierbare Objekte. Ja genau, hier Lizard, Bienenhaus. Das ist vielleicht auch was ganz Feines. So Bienenhaus, Bienenstock. Das könnte man dann hier vielleicht noch mit aufstellen. Das würde hier gut mit reinpassen. So. Und dann nehmen wir hier weiter. So. Magnum.
größten Mehrwerkskombinationen. Ja, wie ich schon im letzten Port gesagt habe und im vorletzten Port, wo wir das Mehrwerk gekauft haben, warte ich ganz stark noch darauf, dass wir die Krone Mehrwerk irgendwann mal hochgeladen wird. Weil, vielleicht habt ihr das gemerkt, wir haben bisher nur Krone Maschinen im Grünlandbereich. Das heißt, wir haben den Krone Wender, wir haben den Krone Schwarte, wir haben eine Krone Ballenpresse und sogar eine Krone Häcksler. Was wir leider nicht von Krone haben, sind Mähwerke. Ein Frontmähwerk ist vom BM Modding gerade in Arbeit. Aber dann fehlt halt noch ein Heckmähwerk. Und ja, falls ihr Modder seid und ihr habt mal Bock auf ein neues Projekt, würde ich mich sehr freuen über ein Krone-Mähwerk, ein Krone-Heckmähwerk. Das wäre cool, wenn es ein Mähwerk wäre, so als Butterfly-Kombination, also so wie wir es hier haben. Ich brauche einfach nur hinten die zwei Kombinationen, weil ein Frontmähwerk wird schon gemacht von BM Modding. Das werde ich mir definitiv noch mit reinnehmen. Ja, und dann fehlt halt nur noch ein großes Heckmähwerk. Und für die Fläche brauchen wir schon was Größeres. Sonst wird das hier zu lange dauern. So, einmal Mähwerke ausheben. Und dann nehmen wir die nächste Runde. Sind wir hier auch schon fast fertig mit dem Port. Wieder mal. Jetzt würde ich gerne noch hier den Streifen hier mitnehmen, den wir hier vergessen haben. Den kann man jetzt senken. Und dann werden wir hier auch noch die letzte Wiese hier mähen. Dann freue ich mich ganz besonders schon aufs Wenden und aufs Pressen. Es wird definitiv richtig geil. Und ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Da wir endlich mal die Krone Ultima und den Krone KWT so richtig schön nutzen könnten. Oder können. Und ja, was wir dann definitiv auch noch mehr machen werden, ist Mais anbauen. Mais häckseln, weil wir auch noch Silage brauchen als Hauptnahrungsmittel für die Kühe. Also in erster Linie machen wir Mais als Silage und die Silageballen, die wir hier noch pressen werden, die Silageballen, die wir hier pressen wollen, die sind einfach nur als Reserve gut da, dass wir Reserve haben, falls wir mal keine nichts mehr am Vorsilo haben und der Mais wächst gerade, dass wir trotzdem unsere Tiere füttern können, ohne dass wir Verluste haben, weil die kein Silo mehr haben oder was auch immer. Ja, um nochmal auf die Tiere zurückzukommen, ich würde ganz gerne Mast machen und Kühe, also russische Kühe, die Milch produzieren, und Mastschweine würde ich noch mitmachen, ganz gerne. Und deswegen brauchen wir auch viel Wiese für die Kühe, weil die ja in erster Linie auch Silage fressen. Und vor allen Dingen viel Silage fressen. Jetzt mache ich schon noch fix eine zweite Anwand dran, denn ihr merkt schon, stoßen sehr oft an Bäume. Das heißt, da kann man noch eine Kombination breiter machen. So. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal eine gerade Kante rein. Unten hin.
dass wir halt die Wiese praktisch in zwei Teile teilen. Und dann ist der Part auch schon wieder zu Ende. Also abonnieren, Like und Feedback bitte nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche und Fragen bitte in den Kommentarbereich. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns demnächst in einem neuen Part wieder. Wenn es dann wieder heißt Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 mit dem wir den Agrafen LP. Und dann werde ich jetzt den Traktor nochmal fix abstellen. Und dann machen wir dann hier im nächsten Part weiter. Also dann Leute, macht's gut. Tschüss.